Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Skate. Und ich muss euch ein bisschen was beichten, denn tatsächlich gab es diese Aufnahme schon mal. Beziehungsweise ich habe gerade eine Aufnahme, die ich soeben aufgenommen habe, gelöscht. Und warum habe ich das gemacht? Nun, es war ein Best-Trick-Contest hier am Matrix Plaza, wo ich gerade skate. Hier war die erste Runde, wo ich gerade drauf zufahre. Und es war leider so, dass man mit dem Skill, den ich hatte quasi, und allein mit so einem Trick, der jetzt total unrealistisch ist, nicht gewinnen konnte. Das heißt tatsächlich, dass ich die Aufnahme damit verbracht habe, total irrelevant, krasse, unglaubliche Tricks wie diesen hier zu machen, die halt total gegen das verstoßen, was ich in diesem Spiel machen will, und zwar irgendwie realistisch skaten, mit zum Beispiel sowas. Dieser Trick war viel, viel schöner als das, was ich gerade gemacht habe, gibt aber nicht so viele Punkte. Und wir haben halt gerade inzwischen, glaube ich, so einen Schwierigkeitsgrad erreicht, wo es eben unter anderem auch wichtig ist, ja, dass es auf Punkte ankommt, damit irgendwie die Schwierigkeit steigt, habe ich so das Gefühl. Und ich kann das zwar nachvollziehen vom Spiel, aber andererseits hat das Spiel doch auch so ein bisschen die Idee, dass es realistischer sein soll als Tony Pro Skater, oder? Mein Problem ist nämlich, und das hat man da unten gerade schon bei diesem super unrealistischen Trick gesehen. Wow! Du hast gerade deinen Kehlkopf hinter deinem Hals verschwinden sehen, du. Okay, nee, und mein Problem ist, dass, also hier war dann die zweite Runde, wo ich gerade fahre. Mein Problem ist, dass es halt echt, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bist echt gut, und ich bin halt noch nicht echt gut, weil ich auf der Xbox jetzt seit 3 Wochen spiele mit einem Spiel, das ich nicht gut kann, so, ja, wo ich halt noch übe. Ihr feiert das vielleicht manchmal, wenn ich hinfall. Mich nervt das ein bisschen, aber ich bin halt wirklich kein Xbox-Experte. Merkt man anscheinend, wenn ich irgendwie gut steuern muss. Hier war übrigens die dritte Runde. Und entweder dann, du versuchst realistisch zu skaten und musst halt echt unglaublich gut sein, weil man kann mit realistischen Trick, hätte man gewinnen können. Allerdings muss man das halt echt drauf haben. Oder die Alternative, du betreibst Button Smashing, was wiederum jeder kann, aber was doch eigentlich ein bisschen gegen die Idee des Spiels verstößt, oder? Also ich war echt ein bisschen unzufrieden in dem Moment, weil ich halt mit meinem herkömmlichen Technik, dass ich quasi versuche, euch tatsächlich das Skaten auch als solches nahe zu bringen, und nicht nur immer Button-Smashen hier quasi zu machen, da sah ich mich echt eingeschränkt. Und dafür habe ich mich halt in der Aufnahme echt ein bisschen aufgeregt. Das war übrigens ein fakey Big Flip. Ein unglaublich krasser Trick, den ich aber im echten Leben irgendwie nur sehr selten bis jetzt gestanden habe. Ist quasi ein Big Spin. Also wisst ihr ja, 360 Grad Board, 180 Grad Mensch. Quasi so. Das war jetzt ein 360 Big Spin, aber gut, ihr seht, was ich meine. Und das hat noch mit dem Kickflip drin. Okay, ja. Und deswegen habe ich mich halt ein bisschen drüber aufgeregt, weil einerseits das Spiel macht einen auf super realistisch, aber es ist, man muss auch das Spiel hier verteidigen. Das ist Kritik auf hohem Niveau. So wie wenn ich mich zum Beispiel über den Abspringpunkt oder sowas aufrege. Alles klar. Das ist Kritik auf hohem Niveau. Ich mag dieses Spiel wirklich sehr und ich feiere es auch, dass ihr euch mitreißen lasst quasi. Fuck, so wie ich mich gerade von diesem Auto habe mitreißen lassen. Dass ihr euch mitreißen lasst von mir, wie ich quasi dieses Spiel mitfieber, wenn ich mal wieder einen neuen Park entdecke oder so. Oder auch mitlacht, wenn ich quasi mich mal wieder volle Kanne aufs Fressbrett gelegt habe. Deswegen Kritik auf hohem Niveau. Und ich weiß auch, dass es unglaublich viel schwerer wäre, irgendwie schöne Tricks zu erkennen, was ein Mensch vielleicht gut machen kann. Komm schon. Hallo, dreh dich. Dankeschön. Was ein Mensch, danke, vielleicht gut machen kann, aber halt so ein Roboter nicht ganz so gut wie dieser PC hier. Deswegen, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, aber dennoch, fuck, finde ich es halt echt schade. Weiß allerdings jetzt auch nicht, wie man es besser machen sollte. Deswegen, wie gesagt, mein Kommentar hierzu. Ich finde einfach, es muss kein Tony Pro Skater sein. Und deswegen habe ich diese Quest jetzt halt tatsächlich quasi nicht hochgeladen, sondern halt einfach für mich nur gemacht. Und wenn ihr was davon sehen wollt oder so. Fuck. Und wenn ihr irgendwas davon sehen wollt oder so, ja, schreibt es mir in die Kommentare, wie ich das handeln soll. Weil ich möchte eigentlich sowas, das gehört dazu. Und ich habe jetzt auch schon mehr hin und wieder mal Kommentare. Ich habe so ein bisschen auch Unentschlossenheit. Die einen Leute wollen auf jeden Fall auf Teufel komm raus. Oh, das könnte kein werden. Nice. Das war übrigens durchaus realistisch. Unsauber, aber durchaus realistisch. Just saying. Ja, bla 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 bla. Manche wollen halt wirklich, dass ich skate.
Snack lässt echt nichts anbrennen. Die haben mich angerufen, weil sie dich für den neuen Checker halten. So neu okay, das, das kennen wir eigentlich schon. Ja, also Ehre, weißt du? Einerseits, wie gesagt, würde ich das gerne machen. Die ganze Zeit nur Real-Life-Skaten quasi hier drin. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch in der Story weiterkommen. Und das ist halt so ein bisschen eine echt nicht leichte Sache, so. So, wir machen jetzt hier noch eine Sache, bevor ich weitergehe. Und deswegen, ich versuche nach wie vor irgendwie... Nee. Ich versuche nach wie vor irgendwie ein bisschen das Mittelding drin zu behalten in meinem Let's Play. Aber das ist halt nicht immer ganz einfach. So, und jetzt seht ihr auch schon noch was, das hier rausläuft. 360 Flip to Wheelie. Und zwar der richtig lange. Oh, ich bin zu früh abgesprungen, ne? What? Okay. Ja, gut. Also so viel zum Thema Real-Life-Skaten und Free-Skaten. Und jetzt machen wir die nächste Mission, damit ich auch ein bisschen was davon reinbekomme. Ist einfach so quasi mein Ansatz jetzt. Gut. Fotoshooting, meine Freunde. Und zwar irgendwie ein wichtiges, glaube ich. Nämlich irgendwie das letzte. Kann das sein? Beim Sprung über die Gasse kommt das auf Geschwindigkeit und Timing an. Schaff es und du kommst in Mac auf die New Jack-Seite. Okay, los geht's. Erzähl mir was. Okay, wieso spawnen wir so weit von dem entfernt? Hey, was geht da? Okay, machen wir eine New Jack-Session. Beim Sprung über die Gasse kommt das auf Geschwindigkeit und Timing an. Schaff es und blablabla. Okay, kennen wir schon. Bin gespannt, was das jetzt wird. Hä, das ist alles? LOL. Okay. Das ist doch nicht so easy, wie ich dachte. What? Alles klar. Okay. Hier geht's um Timing. Hier geht's auf jeden Fall hart um Timing. Aber wenn, dann könnten wir es schaffen und ein echt geiles Bild rausbekommen. So nicht. Was da natürlich am geilsten wäre, was ich jetzt auf jeden Fall auch erreichen will, ist, dass ich über ein Auto drüber springe. Das ist sogar noch schwerer, als ich gedacht hätte. Also wir machen hier nichts anderes außer einen Kickflip auf jeden Fall. Wie soll ich denn da rüberkommen, Alter? Alter, wo muss ich da abspringen dafür? Das ist ja total abgefahren. Wow, okay, inzwischen habe ich es drauf. Okay, gut. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch einen Moment finden, wo auch wirklich ein Auto kommt. Weil ich das persönlich natürlich total cool fände. Fuck. Und dann müssen wir den richtigen Moment erwischen. Aber momentan habe ich es schon einmal geschafft jetzt quasi. Das war wieder zu spät. Jetzt momentan habe ich es schon einmal geschafft, dass ich tatsächlich den richtigen Punkt quasi ausgewählt habe. Alles klar. Vielleicht über kein Auto, aber der war so krass. Das wird noch ein 50-50. Alles klar. Gut. Das ist sogar noch schwerer als das, was wir eigentlich hätten machen sollen. Gut, damit komme ich klar. Such dir eins aus. Wenn sie dir nicht gefallen, mach die Herausforderung nochmal. Die gefallen mir alle nicht. Nö. Einfach nö. Erneut versuchen. Die gefallen mir nicht. Ich möchte eins, wo man so richtig den Kickflip in Aktion sieht. Und was ich halt dafür brauche, ist irgendwie ein Auto, das drunter durchfährt, finde ich. Das würde das Ganze viel epischer machen. Komm schon, Alter. Können wir nicht irgendwie ein Auto spawnen? Komm, bieg du ab. Genau du da. Bitte. Boah, das ist gar nicht mal so einfach, wie ich dachte. Jetzt ein Taxi, komm schon. Ich glaube nämlich, dass man tatsächlich durch dieses Vorlehnen... Fuck, das war zu spät. Dass man durch dieses Vorlehnen tatsächlich es erreichen kann, dass der Skater noch ein Stück schneller ist. Nochmal zu spät. Mann, also entweder wir schaffen es über ein Auto, das wäre natürlich das Hammerbild schlechthin. Da hätte ich das vorher mit dem Taxi schaffen müssen. Komm schon. Oder aber wir schaffen zumindest einen solchen Kickflip, dass es sich auf jeden Fall für die Titelseite lohnt. Wieder zu spät abgesprungen. Hier könnte ich theoretisch echt früh abspringen, aber es kommt halt echt hart auf das Timing an. Krass. Mensch.
Dass ich aber auch gerade vorhin meinen wunderschönen 50-50 weggeschmissen habe. Weil war halt einfach hässlich. Nö. Was ich sau lustig finde, ist übrigens, dass er sich einfach jedes Mal dabei auf die Fresse haut. Mann, der wäre perfekt gewesen. Haha, ein kleines bisschen zu spät. Alle schon voll am Facepalmen hier wahrscheinlich. Huch. Nö. Hä? Ich finde es auch schön, dass es hier keine Punktebeschränkung gibt. Dass es einfach nur darauf ankommt. Wieder zu spät. Dass es einfach nur darauf ankommt, dass du über die Gasse drüber kommst. Und das haben wir schon einmal geschafft. Aber es war mir halt nicht schön genug. Wieder zu spät. Ach, komm schon. Jetzt können wir es langsam schaffen. Wie gesagt, Auto. Oh, super, wenn ich über den drüber gesprungen, dann wäre es episch gewesen. Oder ich wäre voll in ihn reingesprungen. Doch, das wäre ein geiles Bild geworden. Ja, jetzt komme ich gar nicht mehr rüber. Ich weiß gar nicht, wie ich das gerade gemacht habe, aber ich war echt schnell einen kurzen Moment, ne? Boah! Da war er! Da war er so, wie ich es haben wollte. Boah, wie edel, Alter. Zwar kein Taxi. Taxi wäre noch ein Stück cooler gewesen. Aber auf jeden Fall das Foto, das ich haben will. Wenn sie dir nicht gefallen, mach die Herausforderung nochmal. Das ist geil. Aber das ist krasser. Das hier. Das wird unser Foto. Über ein Auto drüber. Ja. Richtig fett. Man sieht so richtig meinen Arsch. So muss das sein. Nichts Neues freigeschalten. Sehr schön. Bandshirts, ey. Habe ich mal nachgeguckt, sind echt nicht so krass. Es wird Zeit für ein paar verschärfte Rollen. Entscheide dich im Skateshop für eine deiner Brands. Cool, okay. Ja, jetzt müssen wir uns Rollen raussuchen. Rollen gibt es für mich nur im Real Life eine Marke, die ich fahren möchte. Und zwar Bones. Und Bones gibt es hier drin aber nicht, weil ich nicht ganz verstehen kann. So, das ist die Bibliothek, ne? Wir haben hier schon mal ein Skate gespielt. Bam. Lol. So einfach gefallen, ne? Aber die einfachsten Fails sind die schlimmsten. Ich bin mal einfach nur doof an mein Skateboard gekommen und konnte 2 Wochen nicht laufen, weil ich dabei den, okay, ich erzähle euch das irgendwann. Lol. Der war krass. Okay, also. Wir müssen ein bisschen reisen. Und zwar zum Skate-Shop, wo wir uns jetzt einen Rollensponsor raussuchen können. Voll das Rollenspiel hier. Zur Location reisen, ja. Und ich glaube, in der nächsten Folge machen wir dann auch mal ein bisschen mit den Treasure-Missionen weiter, die in letzter Zeit auch ein bisschen zu kurz geraten sind. So wie mein Penis. Oh, okay, cool. Spaß, ich hab den größten. Ja, schau dir die Sponsoren über sich in den Lounge an und wähle, okay, alles klar. Bücherregal. Richte. Hier? Was muss ich da machen für? Die Sponsoren, hier! Rollensponsor, ja? Können wir uns einen auswählen. Verfügbar, tatsächlich. Ja gut, dann gucken wir mal, ob es zufälligerweise tatsächlich... Nee, haben sie nicht. Die einzigen, die ich tatsächlich hiervon kenne, sind Hubba. Ja, deswegen nehmen wir einfach Hover Wheels. Ja. Kann man hier auch seine Sponsoren ändern? Nicht verfügbar? Nee, mein Sponsor ist fest. Gut, jetzt werden wir gesponsert von Hover Wheels. Frag mich jetzt nicht, ob das irgendwie cool ist. Skateshop verlassen, ja. Ist es halt so. Das heißt, wir machen jetzt noch schnell Hover Wheels drauf. Und dann skaten wir noch kurz. Ich komme dann in ein paar Minuten nach. Ja, ja, leck mich ein bisschen. Warum muss man laden, wenn man seine Rollen ändern will? Ich weiß es nicht. Vor allem, dass immer derselbe Ladescreen ist, wenigstens die Zahlen halt hier verändern können, oder? Gut, Skateboard, Rollen, jetzt nicht mehr von Almos, wie wir es bis jetzt hatten, sondern von Huber, weil das ist unser Sponsor. Und da brauchen wir jetzt coole Rollen. Wenigstens hat der coole Rollen. Wir nehmen die hier. Zack, geil. Wir könnten uns noch ein neues Deck von Almos sponsern lassen, komm schon. Ah, was gibt's da Schönes? Das hier will ich haben, aber das ist immer noch gesperrt. Irgendwie gibt's nicht so viel andere coole. Das könnte ich mir eventuell im Real Life irgendwann zulegen, aber es sieht hier drin ein bisschen blöd aus. Wir nehmen das hier. Das ist abgefahren. Alles klar.
annehmen. Ja, gut. Schuhsponsor hätte ich hier drin gerne. Aber es gibt halt, ach Gott, es gibt auch Schuhe. Doch, halt, stopp. Man kann auch Schuhe sponsern lassen. Achsen demnach nicht. Rollen. Deck. Wie macht man denn den höchsten Olli? Ich finde es komisch. Oder was war das letzte noch? Ach, ich weiß es nicht. Gut, also auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Wieder mal viel Verkehr. Und ich würde sagen, wir übertreiben nochmal zum Ende hin ein bisschen. Denn, ich habe jetzt coole DC-Schuhe. Das war ein sehr unschöner Trick, aber wir können das retten, wenn wir einen... das wollte ich nicht machen. Hallo. Dankeschön. So, wir sind wieder normal. Was ich jetzt nämlich machen möchte, ist den Wheelie von vorher noch ein bisschen mehr überziehen und tatsächlich einen Wheelie der Länge XXL machen. Frage ist, ob wir das überhaupt hinbekommen. Nope, das war schon mal nicht das, was ich wollte. Der war nicht im Wheelie. Aber es geht schon mal. Ah, da denkt er wieder, dass ich einen Grind machen will, obwohl ich das gar nicht machen will. Ich will mal gucken, wie lange wir den Wheelie tatsächlich halten können. Guck mal, wie er automatisch in den Grind geht. Das ist diese Hilfe. Die funktioniert irgendwie relativ schlecht, wenn ich mir überlege, wie oft ich schon sowas machen wollte. Mann, das hätte aber auch ein... Kann man eigentlich einen Bone Wheelie machen? Wahrscheinlich. Hier, da will ich wieder nicht hin. Komm schon. Verkack's jetzt nicht zum Ende hin. Genau, das ist der Wheelie. Schon ziemlich cool. Komm schon, bis ans Ende schaffst du es ja wohl noch. Oh nein, nicht stehen bleiben. Das könnte noch reichen. Hätte mir mal krassere Kugellager gekauft. Komm schon. Wir rollen inzwischen auch nicht mehr. Gibt keine Punkte mehr so. Maximalpunktzahl erreicht. 153 Meter, alles klar. 52 Sekunden habt ihr jetzt gerade zugesehen, wie ich hier einen Wheelie mache. Gut, damit hätten wir das auch geschafft. Krasser Trick, Alter. Im echten Leben hättest du dafür echt Anerkennung bekommen. Krass. Ja gut, Leute, es gibt hier nichts mehr für mich zu sagen. Ich sag Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder, wenn ich hier krasse Tricks mache. Realistisch, das war okay. Und jetzt nochmal einen schönen Big Spin. Sehr schön, zum Ende hin. Und damit Dankeschön. Und bis bald. Ciao.